Ist der schwache Jahresauftakt gestern an der Wall Street nur Zufall, vielleicht die Folge von Steuergeschichten, dass man die Gewinner des Jahres 2023 verkauft, die Verlierer dagegen kauft? Dafür gibt es Argumente. Wir haben gestern gesehen, dass eben das, was gestern oder das, was 2023 schwach war, etwa Pharma-Werte wie Moderna und so weiter, dass die gut gelaufen sind, die Tech-Werte dagegen gestern ein Problem hatten. Aber es ist vielleicht schon noch ein bisschen mehr als nur Mechanik, etwa durch steuerliche Aspekte an der Wall Street. Vielleicht ist es schlichtweg so, dass die Wall Street auch jetzt erkannt hat, naja, wir haben ein bisschen überschossen, was unsere Erwartung in Sachen Zinssenkungen betrifft. Deswegen vielleicht gestern der Rebound der US-Renditen, der Rebound des US-Dollars. Wir wollen uns die Gemengelage heute mal anschauen, wo wichtige Daten kommen. Dazu gleich mehr. Wir starten mal mit dem, was passiert ist. Wir haben sowohl den S&P 500 hier gemessen am SPY, also dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500, wie auch das TLT, dieses ETF für langlaufende US-Staatsanleihen. Beide sind um 0,6% gefallen. Das ist in der Kombination der größte Rückgang zu einem Jahresauftakt seit dem Jahr 2002, seit also mehr als zwei Jahrzehnten. Und wir hatten gestern beim Nasdaq einen der schwächsten Jahresauftakte seiner Geschichte. Wir hatten 2001 mal über 7% Minus auf der Uhr, wir hatten 2016 minus 2,08% auf der Uhr, 1980 knapp 2%. Und jetzt 2024 waren es dann minus 1,63% am Ende, also schon ein sehr, sehr schwacher Auftakt, vor allem eben für die Tech-Werte, die gestern verprügelt wurden. Nach dieser massiven Rallye vielleicht auch mal ein notwendiges Durchschnaufen. Diese Rallye, die ja von Ende Oktober bis Ende Dezember gelaufen ist. Hier sehen wir mal Apple über 3,5%. Das ist der größte Rückgang seit September bei Apple, und wir sehen gestern auch den schwächsten Tag im Nasdaq seit Oktober. Also da ist durchaus was passiert, und es ist erst das fünfte Mal in der Geschichte des Nasdaq, dass der Index mehr als 1,5% verliert. Also da ist durchaus etwas passiert. Hier sehen wir rechts mal die Magnificent Two, also Apple und Microsoft. Die machen alleine mehr aus als ganze Sektoren im S&P 500, etwa als Energie, Real Estate, Utilities und Materials zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. Also diese beiden Aktien, die sind letztendlich schwergewichtiger als insgesamt dann vier Sektoren im S&P 500 von 11 Sektoren. Hier sehen wir mal den Energiesektor deutlich kleiner. Wir sehen Mining Industry. Also das ist eine ganz andere Hausnummer, und dementsprechend, wenn eine Apple-Aktie dann gut 3,5% verliert, dann passiert natürlich was an den Märkten. Und das Erstaunliche ist, obwohl jetzt der Jahresauftakt nach diesen Urlaubs- und Feiertagen da war, haben wir doch ein ziemlich großes Volumen gesehen, 120 Millionen Kontrakte im SPY. Das ist saftig, das ist viel, viel mehr als an den allermeisten Tagen im Dezember. Wir haben schon auch am 29. Dezember, also am letzten Handelstag des Jahres 2023, ziemlich erstaunliches Volumen gesehen. Also das ist jetzt nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert, dass da einer aus Versehen eine Apple-Aktie verkauft hat und dann ist der Nasdaq mal knapp 1,7% gefallen. Nein, da war schon etwas mehr im Spiel. Wir sehen hier die Magnificent Seven, die schon eben am 29. Dezember gefallen sind. Nicht dramatisch, aber eben ein bisschen. Gestern dann dieser Move, weitere Move nach unten. Wir sehen Semiconductor-Aktien, die so eine massive Rallye absolviert hatten, noch Ende 23, hier mit dem größten Tagesverlust seit Dezember 2022, also die Halbleiterwerte. Und hier rechts sehen wir nochmal eine Zusammenfassung. Erster Tag, dann die ersten fünf Tage und dann das ganze Jahr. Wir sehen, 22 fing noch einigermaßen gut an mit plus 0,6%, dann aber die ersten fünf Tage minus 1,9%, und dann war auch das Gesamtjahr schlecht. Ansonsten liefen die anderen Jahre meistens gut an und sind dann auch gut geendet. 2023 hatten wir minus 0,4%, also
nicht so wahnsinnig viel mehr als eben gestern. Aber erstaunlich eben, dass wir jetzt doch Nasdaq-Schwäche sehen in Relation zum S&P 500. Das war schon Ende Dezember absehbar. Markiert das hier einen Top an den Märkten? Die Frage, normalerweise, als zum Beispiel der S&P noch weiter gefallen ist, dann sah man schon Ende Oktober, dass der Nasdaq erste Erholungszeichen macht. Und es waren die Nasdaq-Werte, die dann vor allem natürlich auch den S&P nach oben zogen oder die großen Tech-Werte. Jetzt sehen wir, dass der Nasdaq deutlich stärker korrigiert hat, nach der natürlich auch größeren Rallye. Wir haben den Dollar mit dem besten Handelstag seit März 2023 on Fed Doubt, also am Zweifel, dass die Fed wirklich so stark die Zinsen senkt, wie viele hier annehmen. Wir sehen den Anstieg des Dollars, der hätte noch ein bisschen Platz nach oben und würde immer noch in diesem Abwärtstrendkanal verbleiben. Aber es ist die Frage, wie oft wird die Fed eben die Zinsen senken? Wir sehen hier die 10-jährige Anleiherendite deutlich gestiegen, jetzt am Widerstand, in diesem Trendkanal Widerstand, während der S&P 500 aus dem Aufwärtstrend seit Ende Oktober erstmal rausgefallen ist, aus dieser Wedge erstmal rausgefallen ist. Wir haben gestern den Dow Jones hier sogar positiv gesehen, leicht im Plus, aber die Transportwerte waren minus 0,8% im Minus, also nach Dow-Theorie passt das nicht so ganz zusammen, aber however, wir sehen, dass ja sehr, sehr viel Geld jetzt in die Aktienmärkte geflossen ist. Wir sind jetzt wirklich sehr, sehr long positioniert, immer noch sehr long positioniert, nachdem eben Ende Oktober die Stimmung mies war, eine Unterpositionierung der Fall war, viel Short-Position der Fall war, ist dann das Gegenteil passiert. Alle sind jetzt long, alle sind jetzt im Boot, es ist wenig Short-Volumen noch zu squeezen. Und so haben wir gesehen, dass eben der S&P 500 9 Wochen in Folge positiv war. Immer noch sind knapp 79% der Aktien im S&P 500 über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Das ist das höchste Niveau nach wie vor seit September 2021. Und Bob Pisani von CNBC weist darauf hin, ja, guckt euch mal die sogenannte Santa Claus Rally an. Das sind ja immer die letzten 5 Handelstage eines Jahres und dann die ersten beiden des neuen Jahres. Da wären wir derzeit ein bisschen in Trappeln. Nämlich der S&P 500 ist jetzt mit dem minus 0,1% leicht im Minus in den letzten, 6 Tagen. Also heute müsste ein positiver kommen, damit diese Santa Claus Rally dann ihrem Namen auch alle Ehre macht. Also das zumindest schon mal auffällig, aber es gibt nach wie vor die Optimisten wie Fundstrat Tom Lee, der in 2023 gut lag, in 2022 miserabel lag. Das ist immer das Problem. In einem Jahr wird dieser Analyst hochgejazzt. 2022 war es Mike Wilson, 2023 Tom Lee, 2024 wird es wahrscheinlich ein anderer sein. Aber jedenfalls sagt Tom Lee, 30% könnte der S&P 500 in diesem Jahr steigen, weil die Fed die Zinsen senken wird und die Inflation wie ein Stein fallen wird. Hier unten sehen wir mal die Inflation. Naja, wie ein Stein ist sie nicht gefallen, sie ist zurückgekommen, aber sie stabilisiert sich eben in diesem 3%-Bereich, den wir derzeit sehen, oder über der 3%-Marke. Immer noch also höher als das Ziel der Fed von 2%, gerade die Kernrate eben mit 4% auch noch drüber. Ja, was aber passiert, wenn die Inflation nicht so wirklich fällt? Wir sehen Mindestlohnanstiege jetzt in den USA, wir sehen wieder Lieferengpässe durch diese Geschichte mit den Houthis und dem Roten Meer. Wir sehen, dass die Vergleichswerte, die Basiswerte aus den Vorjahresmonaten immer niedriger werden, sodass eben die Latte immer tiefer liegt. Und jetzt eben mit Aufweichung der Financial Conditions wieder Nachfrage entsteht. Das sehen wir am Immobilienmarkt, dazu gleich mehr. Also, was passiert, wenn das alles nicht so eintritt, wie die Märkte sich das erwarten? Und meistens tritt ja das nicht ein, was die Konsenserwartung ist. Ende 2022 war man sehr pessimistisch, Rezession kommt, es ist nicht eingetreten. Jetzt ist man optimistisch, Zinssenkungen kommen und Soft Landing kommt, wird auch das wieder nicht eintreten. Davor jedenfalls warnt Steve Eisman, der legendäre Investor aus The Big Short. Der sagt, everybody's coming into the year feeling too good und dadurch gibt es Raum für Enttäuschung, so sagt der gute Mann und da hat er sicherlich einen Punkt. Andere sind da ähnlich vorsichtig und hier sagt zum Beispiel diese Analystin, ja, viele erwarten, dass die Wirtschaft deutlich abbremsen wird, ohne in eine Rezession zu fallen.
Und sie sagt aber selbst, wenn jetzt hier die Wirtschaft weich landet, wäre das immer noch kein Grund für die Märkte weiter zu steigen. Denn der Earnings Outlook, also der Ausblick für die Unternehmen, hat sich verschlechtert, obwohl ein Soft Landing hier angenommen wird. Even in a soft landing circumstance, so sagt die Analystin das. Also selbst wenn wir eine weiche Landung erleben, sehen wir, dass die Gewinnerwartungen schlechter werden der US-Unternehmen. Und das stellt natürlich dann auch eine Bewertungsfrage. Heute werden wir Wichtiges bekommen, nämlich 16 Uhr den ISM-Index Gewerbe. Hier ja schon lange in einem Schrumpfungsprozess, heute erwartet eine leichte Aufhellung auf 47,1, alles unter 50 ist aber Schrumpfung. Und dann vor allem bekommen wir die JOLTS, also die offenen, die angebotenen Stellen in den USA, die ja bei der letzten Veröffentlichung deutlich niedriger ausgefallen waren als erwartet. Das hat die Märkte dann zu einem Jubelsturm veranlasst. Hier sehen wir unten mal den Economic Surprise Index von Bloomberg, der wieder zurückgekommen ist. Und wir haben dann vor allem 20 Uhr das Sitzungsprotokoll der FED. Also das FED-Protokoll, das wird auch wichtig, denn Paul war ja bei der letzten Pressekonferenz nach der Dezember-Sitzung, um die es hier geht mit dem Protokoll, war er extrem dovisch, hat gesagt, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen, mal sehen, was das Protokoll hergibt, nachdem andere wie Williams gesagt haben, nee, wir haben nicht wirklich über Zinssenkungen gesprochen. Also da wird das Protokoll vielleicht Aufschluss geben, wer hier lügt, Paul oder Williams. In der Summe erwarten jetzt die Märkte immer noch mit einer 77-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im März die Zinsen senken wird. Und man geht davon aus, dass also dann im Prinzip zu 98% auf jeden Fall die Zinsen gesenkt sein werden oder mit einer 80,87%igen Wahrscheinlichkeit, dass die Fed bis Mai die Zinsen senken wird. Also da ist viel Erwartung und wir haben ja dann insgesamt diese Erwartung von letztendlich 2, 4, 6 Zinssenkungen, 6 bis 7 sind eingepreist gewesen. Jetzt ist das ein bisschen zurückgenommen worden, aber das ist natürlich sehr, sehr viel, zumal die US-Notenbank sich gerne wahrscheinlich aus den US-Wahlen raushalten wird. Aber Zinssenkungen könnten ein Punkt werden, der schon aus Staatsräson vielleicht geboten ist, denn wir haben jetzt es glorreich geschafft, oder die Amerikaner haben es glorreich geschafft, 34 Billionen an Schulden zu machen. Wir haben jetzt innerhalb von 3 Monaten eine weitere Billion hinzugefügt. Innerhalb von 2 Jahren sind es jetzt 4 Billionen. Innerhalb von 4 Jahren sagenhafte 10 Billionen. Also bis vor 4 Jahren hatten die Amis insgesamt 24 Billionen Schulden. Dann haben sie in 4 Jahren mal eben fast die Hälfte nochmal dazugefügt. Das ist unglaublich. Jetzt sind diese 34 Billionen, das ist mehr als das BIP Chinas, Deutschlands, Japans, Indiens und UKs zusammen. Das haben die also mal eben an Schulden, die guten Amerikaners. Und die Folge ist, dass man jetzt 1,1 Milliarden Dollar pro Tag an Zinsen zahlen muss. Das ist deutlich mehr als der Verteidigungshaushalt, das ist deutlich mehr als Medicare. Und das ist bald so viel wie das gesamte Social Security Spending in den USA. Also das ist natürlich ein Riesenpunkt, warum vielleicht der Paul langsam auf Geheiß von der Janet Yellen sagt, okay, jetzt muss ich mal langsam über Zinssenkungen nachdenken. Aber das Problem ist, was passiert dann mit der Inflation? Man lockert ja weiter die Financial Conditions indirekt, die Fed nämlich über die sogenannten Reverse Repo Transaktionen. Das ist praktisch eine Transaktion, wo die Fed Securities an Banken verkauft mit dem Versprechen, sie wieder zurückzukaufen. Das ist faktisch ein Prozess, der Liquidität ins System zuführt, wenn diese Repos stark abnehmen, je höher die Reverse Repo Volumina sind, umso mehr Liquidität wird abgesaugt und andersrum. Also faktisch sorgt die Fed dafür, dass die Finanzkonditionen sich aufweichen und damit eben dann auch wahrscheinlich die Voraussetzung für Inflation wieder gegeben ist. Und das sehen wir jetzt schon so leicht, zum Beispiel in Manhattan, wo die Preise wieder steigen, nachdem sie lange gefallen sind, 4 Quartale gefallen sind. Jetzt geht es wieder nach oben. Einer der entscheidenden Punkte, die Mortgage Rates sind gefallen. Die Mortgage Rates, die Hypothekenzinsen sind gekoppelt eben an die Renditen, vor allem der 10-jährigen US-Staatsanleihe, kommen die runter und dann sinken die Mortgage Rates, also die Hypothekenkredite werden wieder günstiger, das erzeugt Nachfrage. Und was gibt es in China für Nachfrage? Hier ist jetzt der Top-Offizielle gefeuert worden, der
Im Dezember diesen Sell-off bei Tencent, NetEase und anderen chinesischen Tech-Aktien verursacht hatte, mit Beschränkungen, die damals dazu geführt haben, dass Tencent, glaube ich, in der Spitze 16-17% gefallen ist. Dieser Mann ist jetzt gefeuert worden. Auf der anderen Seite sind vor den Wahlen jetzt in Taiwan, die am 13. Januar stattfinden, 4 chinesische Spionageballons gesichtet worden. Was die genau spionieren, weiß man nicht. Aber es gibt auch Interessantes zu beobachten aus China in Sachen Großbanken, die versuchen, die Kreditvergabe an kleinere Banken jetzt ein bisschen genauer zu beobachten und hier strengere Vergabekreditrichtlinien anzulegen. Das könnte ein Problem für den Bankensektor werden in China. Ohnehin ja die Wirtschaftsentwicklung sehr, sehr schwach. Was nach oben geht, allerdings sind die Containerpreise. Hier sehen wir wieder Limit Up der Future in China. Nachdem eben jetzt klar wird, naja, also mit dem Roten Meer, das wird erstmal nichts für Maersk und Co. für die nächsten Tage. Und für die nächsten Tage ist Regen angesagt in Deutschland. Dauerregen bis Donnerstag. Jetzt prüft die SPD, ob man da mal die Schuldenbremse aussetzen kann. Gell? Also wenn jetzt 3 Tage lang die Sonne scheinen würde, müsste man die Schuldenbremse auch aussetzen, aufgrund der immensen Belastungen durch den Sonnenschein. Also man sieht, man ist nicht verlegen, irgendwelche Ausreden zu suchen, um diese Schuldenbremse endlich loszuwerden. Wenn dann ein bisschen was in Niedersachsen unter Wasser steht, dann muss man die Schuldenbremse aussetzen, gell? All das nach diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Natürlich eine haushaltspolitische Tragikomödie. Hier 2 Empfehlungen zum Abschluss, meine Damen und Herren. Aktien und Anleihen mit dem schlechtesten Jahresstart seit Jahrzehnten. Was ist da passiert? Warum ist das passiert? Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, das ist mal was anderes wie Russland 2024. Weiter verstärkt die Sanktionen des Westens aushebeln kann und der Westen sich selber damit vor allem ins eigene Fleisch schneidet, während der Effekt auf Russland relativ gering ist. Das ist die zweite Empfehlung. Jetzt sage ich Servus, ciao.